Willkommen zurück zu Deus Ex. Wir sind in den Tunneln unter Paris. Und jetzt wollen wir hinauskriechen und sehen, was wir hier oben so finden. Ich habe schon Schritte dort gehört. Aber... ich kann niemanden sehen. Okay, da drüben sind die Bots und da ist der Kerl, der rumgelaufen ist. Das ist so ein Mech-Typ. Das hat er nicht mal gehört. Nur Tech-Goggles. Die Typen sind ja gefährlich. So, das ist das Gebäude hier. Aber wo müssen wir hin? Ich glaube, wir müssen gar nicht in das Gebäude, sondern auf die andere Seite. Das sieht zumindest mehr so aus, als gäbe es hier Sachen. Party News Online. Fußball. Das ist ja gerade Frauenfußball werden. Wow, noch einer. Okay. Okay. Ich glaube, ich sollte speichern. Sieht er das? Sieht er das? Nein, das sieht er nicht. Drüben ist irgendwas. Und hier ist ein... oh, ich weiß nicht, wo das hinführt. Ich habe keine Ahnung. Paris ist wahrscheinlich groß. In Frankreich ist MJ-12 stark genug, um in der Open zu operieren. Sie haben blockiert diese Metro-Station. Okay. Monsieur, erzähl mir was. Over here. Yeah? I have something of interest. Rockets, huh? Bohr for 5250. Relams for 6750. A recoil suppressor. Those prices sound pretty steep. The best I can do with the troops everywhere. They took over the mall where I meet my supplier. Turns out I'm not a friend of the current regime. Maybe I can help you out. Who is? We are all suffering. I tell you this. If you remove the three soldiers from the metro station next to the mall, never mind the dumb security thing. I will owe you a favor. Until then, the prices remain. Ja, ich habe keinen Cash. Pretty steep prices. I'll think about doing that favor. Und den Favor kann ich ihm vielleicht tun. Eigentlich möchte ich weiterhin niemanden umbringen. Okay, wir haben hier Kisten, falls wir irgendwo klettern müssen. Wir haben hier ein Turret. Wow, und eine Kamera. Und ich schätze, der Typ kommt gleich hier wieder runter. Das macht mir ein bisschen Angst. Was haben wir hier? Ein Durchgang, den will ich gleich untersuchen. Dann schauen wir mal noch hier hinter die... da marschiert was, ein Bot. Ja, die Kamera findet, dass ich die Automaten knacke, aber... so schlimm ist das nicht. Ein kleiner Bot. Eine Batterie. Ich denke nicht, dass der uns hier entdeckt. Die Kisten kaputt machen. Diese Bots sind ja relativ dumm. Wein. Oh, der kommt hier rein. Oh shit. Ja, die Bots sind relativ dumm, aber wenn er natürlich genau dahin läuft, wo ich bin, dann kann ich auch nicht viel machen. Vielleicht hier rumschleichen. Locked und braucht zwei Picks. Und ich würde da trotzdem gerne durch. Ich speichere mal kurz ab und dann wollte ich es skillen. Und zwar, ja, ich habe gefragt, was ich steigern soll. Und die Antwort, die einzige Antwort, die ich gekriegt habe, war Lockpicking. Und das macht auch irgendwie Sinn. Also, können wir mal durchgehen. Weapons brauche ich keins eigentlich. Environmental Training
macht vielleicht eine Stufe Sinn, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe. Electronics, ich habe mehr Multitools als Lockpicks, also wenn eins von den beiden, dann eben Lockpicking. Medicine ist nicht sehr wichtig, da ich nicht vorhabe, viel verwundet zu werden. Computer, wie gesagt, Hacking funktioniert momentan schon gut. Und Schwimmen ist, ja, dafür gibt es ja auch eine Augmentation, also. Nicht so wichtig, denke ich. Also werden wir einfach Lockpicking steigern, aber Moment mal, mir fehlen die Skill Points. Ich dachte, ich hätte schon genug. 300 oder beziehungsweise 287 brauchen wir noch. Müssen wir das hier wohl so knacken. Das ist vielleicht unnötig hier. Zwei Lockpicks dafür auszugeben. Ich hätte bestimmt auch zerschießen können oder so. Definitely someone. Yep. Vor allem, wenn da zwei Leute stehen, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Ich weiß gar nicht, was da hinten dann ist, also, ja, kein Plan. Ach so, das sind die, der Bot und die, ja, okay, das sind die Sachen, die der Kerl da ausgeschaltet haben will, ne? Ah, Kamera, ich vergaß dich. Soll ich das jetzt tun? Moment, jetzt sind die alle alarmiert. Ich habe keine EMP mehr, das ist ein bisschen schade, aber ich kann den Lärm benutzen. Von denen habe ich einigermaßen viele. Und ich habe ja nichts davon, aber vielleicht bringst du mir Skill Points. Boah, das hat wieder auf den Alarm. Crossbow. Moment, das Vieh lebt noch? Kacke. Du hast nicht gedacht. Ich dachte, das zerspringt jetzt hier einfach. Probieren wir das einmal nochmal. Hätte ich einfach vielleicht ein bisschen zu kurz geworfen. Aber wenn jedes Mal der Alarm losgeht, wäre es auch nicht so toll. Und das ist direkt daneben dran. Ja. So, Darts wollen wir Tranquilizer für die Wachen. Ja, falling. Napalm. So, sind meine Pfeile noch da? Warum macht der zweite Wachmann nichts? Zwei Pfeile sollten eigentlich reichen. Ich weiß nicht, was der Alarm jetzt groß gemacht hat. Ich meine, also ist es schlimm, wenn hier unten Alarm ausgelöst wird? Dann hat es irgendeine Relevanz für oben? Ich hoffe nicht. Oh, hallo MacBot. Ich schätze, meine Darts sind weg. Normalerweise, wenn ich die daneben schieße, kann ich die danach wieder einsammeln. Jetzt habe ich einige verschwendet. Die sind auch jetzt wirklich, die gehen langsam leer. Hab nicht so viele davon gefunden in letzter Zeit. Was natürlich ein bisschen schade ist. Ein Multitool. Aber ich kann keine Multitools mehr mitnehmen, das ist echt auch. Ich sollte die Kamera ausschalten, wenn ich keine Multitools mehr nehmen kann. Oh, Computer Terminal. Auch hier wieder hacken ist ganz klar die beste Lösung. Kamera aus, ja, und schon hat sich das Multitool erledigt. Das war dann auch alles, was wir hier tun können. Und für dieser Gang. Wo kommt der raus? Irgendwo in der Wand dort. So, Interpol, Wanted, JC Denton. Okay, wir werden gesucht von Interpol. Blablabla, wir geben so einen Namen. 10.000 Credits Reward. Mhm. Und Alex Jacobson und Jamie Reyes werden auch besucht. Das hier, das ist crazy. Wo
What the hell? Das ist Icarus. Dann Curfew und... Lügen, Wahrheit, Silhouette. Irgendwas, was Silhouette verbreitet. Interessiert mich nicht so sehr. Habe hier immer in den Let's Plays nicht so die Lust, die langen Texte zu lesen. Einfach weil es so viel Zeit braucht. Wird schon nicht so extrem wichtig gewesen sein. Ist hier drin eine Abzweigung? Wo führt dieser andere Gang hin? So, jetzt schaue ich mal, ob das richtig war hier. Ob das überhaupt die zwei sind, die ich ausschalten sollte. Bevor ich die ATMs hacke. I took out the troops in the station. Yeah? They're dead. Now what about giving me a deal on some hardware? Dead, eh? That could mean a lot of money for me, and a discount for you. I will give you prices that are 1/3 of what I said before. No better deal anywhere. Das klingt schon besser. Den Recoil Suppressor kann ich mir dann kaufen. Brauche ich den, aber eigentlich auch nicht wirklich. Ich hätte gerne Tranquilizer Darts, das wäre cool. Und die Three Lamps sind auch nicht schlecht, aber kann ich mir nicht leisten. Ah ja, Tatsache, hier ist die Abzweigung. Ich hab ihn betäubt, ich hab ihn nicht getötet. Er kann ja erzählen, was er will. Hier, der Beweis. Und bewusstlos ist sie nur. Na gut. Das war jetzt ein Secondary Goal, habe ich dafür Skill Points gekriegt? Nein, sieht nicht so aus. Ich glaube, in diesem Fall würde ich sogar nochmal laden und das nicht machen, weil ich habe nichts davon. Nichts. Erst wenn ich irgendwas kaufen will, habe ich was davon und momentan gibt es eigentlich keinen Grund, etwas zu kaufen. Für zwei Tools kann ich die hier ausschalten. Tools haben wir ja genug. Und dann hacken wir die beiden Accounts hier. Und hoffen, dass da mal ordentlich Geld drin ist. Vielleicht erhöht sich das Geld auch, wenn ich besserer Hacker bin. Was komisch wäre, aber vielleicht ist es so. Denn bis jetzt waren die Beträge da drin doch immer sehr niedrig. Ja, über 100. Ja, vielleicht finde ich hier auch mal wieder PIN-Nummern, aber jetzt habe ich die beiden Dinger schon gehackt. Naja, dann sind sie wohl außer Betrieb. Nicht sehr lohnenswert. Und ja, wir können später ein Tool abholen, wenn wir bereit sind, Lockpicks auszugeben. Sind wir aber, glaube ich, nicht. Aber das wär's dann auf dieser Seite. Hinter dem Gebäude gibt's vielleicht noch was. Ich gehe einmal vorbei. Wenn hier was ist, dann möchte ich es doch gesehen haben. Schöne Fenster. Und sieht nicht aus, als wäre hier was. In dem Fall lade ich das wieder und gehe direkt hier rüber, weil da gerade keiner macht. Irgendwas stampft. Ist das eine Tür? Ja, es ist tatsächlich eine Tür. Zwei Lockpicks komme ich hier rein. In die Katakomben. Aber wie immer gibt es bestimmt auch einen anderen Eingang. Wow! Ich hätte... Okay. Irgendwie habe ich gedacht, dass hier hinten keiner ist. Was natürlich ein Irrtum war. Ein Irrglauben. Das Gestampfe vom Bot macht mich auch ganz fertig. Der ist direkt auf dem Weg hierher. Das ist aber auch doch ein Mensch mit Enhancements. Ich bin mit Cloak einfach vorbei. Scheint zu funktionieren. Wenn sich jetzt nicht umdreht, dann. Sehr gut. Und der Kerl ist weg. Nur sind nur Löchern hier. Nein, kein geheimer Zugang. Kein geheimer Zugang.
Okay. Ich weiß nicht, wo wir jetzt genau drin sind. Ich muss nochmal meine Missionsziele checken. Foot of these steps is the entrance to the catacombs. Originally limestone quarries dating back to Roman times. Wir haben mit seinen Trivia-Informationen, die keinen interessieren. So, wie war das? Wir haben hier den Catacombs-Entry, den wir jetzt nicht geöffnet haben. Wir gehen anders rein. Die genaue Stelle kenne ich nicht. Wir haben die Metro-Station. Da waren wir drin. Wir haben genau abgeschlossene Straße. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt rüberkommt. Und da sind wir rausgekommen aus diesem Löchlein. Das heißt, wir sind hier richtig und gehen hier weiter. Und ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück, um uns die Sachen zu kaufen, die wir hinten zurückgelassen haben. Oh, 250 Skillpoints. Was bedeutet, wir sind ganz nah dran, dass wir uns hochscalen können und lockpicken. So, was steht hier? Bla 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 bla. Lots of Gendarmes, viele Polizisten, aber auch ein paar Amerikaner. Okay, die arbeiten für MD12. Ich habe jetzt erwartet, dass da ein Passwort drin ist, hab schon nach dem Stück dürfen, aber nein. Das ist nicht. Flares haben wir bis jetzt nicht viel gebracht. Habe ich eigentlich nie eingesetzt. Werde ich dann auch jetzt nicht tun. Also gehen wir hier einfach runter. Ja, und ich habe immer noch die Spy-Drohne, die ich jedes Mal vergesse. Aber andererseits ist die Spy-Drohne einzusetzen auch äußerst lästig. Und das ist zwar ein bisschen cheap und cheesy, aber die Methode nachzuschauen und dann zu laden ist einfach viel schneller und läuft im Prinzip ja genauso ab. Ein menschlicher Schädel, okay. Ist ja eine nette Begrüßung hier. Aber ich könnte jetzt wie in jeder Ecke mit der Spy-Drohne vorfliegen. The reports I'm finding indicate a siege on the catacombs. MJ-12 must be trying to drive Silhouette from their hideout. Okay. Im Siege falsch geschrieben. Okay, die müsste ich deaktivieren können. So, hier ist ein Loch. In den Katakomben habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, wo es lang geht. Als der Schleichende sind diese Löcher meistens besser geeignet. Und das soll ich natürlich erstmal ausspionieren. Wie es im Rest der Welt aussieht überhaupt. Was braucht denn eigentlich weniger Strom? Mein Licht oder mein Night Vision? Speichern wir mal. Schauen uns erstmal hier ein bisschen um. Da läuft jemand. Wie gesagt, der nervt mit seiner Trivia. Komm, mein Freund, komm zu mir. Shotgun. So, ihn nehme ich erstmal mit, bringe ihn ganz weit weg. Auch wenn sich irgendwie hier niemand um Leichenfunde schert. Oder um Bewusstlose. Möchte ich den trotzdem doch hier unten reinwerfen. Schauen wir uns mal die Seite an. Something creeps me out about Hella. I don't know. She's from High Command. They're all like that. I think she really gets off being down here. Have you seen the little nest she set up in the room with the pillars? The command post? She does seem to be in her element. Curling up in her nest like a harpy.
Man, I'll be glad to get out of here. Me too. I don't like tunnels. Always sounds like someone's sneaking up on you. Ja, mein Freund. Genau so ist es auch. Versuchen wir mal das klassische Ablenkungsmanöver. Who's there? Niemand? Niemand da. Blind wie sonst was. Und viel Napalm haben sie dabei. Der Napalm ist dann ja wohl benutzt vom Flammenwerfer. Möglicherweise. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Dann war das ja vollkommen unnötig, die beiden auszuschalten. Ich dachte, jetzt hier kommt man irgendwie rein. Ist aber nicht der Fall. Und das dürfte darüber führen zu, ja, unserem bewusstlosen Freund. Dann könnte ich ja auch direkt weitergehen. Naja, was soll's. Der Prot hat ja auch noch genug Munition. Ja, ja, der hat auch extrem viel. Der hat noch 7 volle Magazine. Ein Magazin besteht aus 4 Schuss. Das hält eine Weile. Hast du denn eine Flare? Irgendwo läuft jemand. Holy moly. Kann ich die auch schocken? Kann ich die betäuben? Ich glaube ja nicht, aber ich probiere es einfach mal aus. Habe ich nämlich noch nie probiert. Ja. Also die lassen sich davon gar nicht beeindrucken und kippen auch nicht um oder so. Den müssen wir also eher umgehen. Betäubungspfeile werden bei dem auch ziemlich schlecht sein, schätze ich. Die beste Möglichkeit wie immer ist natürlich direkt hinter ihm zu bleiben, denn man weiß ja, die Typen drehen sich seltenst um. You're close to the bunker where Silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Chad. Strange. The area looks different than it does on my map. Some new construction. Maybe they've concealed themselves from Majestic 12. Okay, ein Geheimgang. Vor allem... Wow, red mit mir hier drin. Oh, come on! Wirklich? 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 Ich wollte mit euch reden, Jungs, und ihr lockt den Kerl an. Red mit mir! Red mit mir, verdammt! Okay, ich hab gespeichert schon. Mir bleibt nur eine Wahl, um sofort zuzumachen. Make sure they don't follow you. How did you find us? Oh, du dumme! Alter! We found the bunker. We are surrounded. We don't have much time. Die hätten hier nichts gefunden, wenn die Kerle nicht rausrennen würden. Oh, hey, ich bin doch. You? I came to help. Majestic 12 took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says he's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. We can't let them discover our hideout. Dann solltet ihr vielleicht nicht einfach rausrennen. They have backed us into a corner. Ganz im Ernst. They are holding our comrades prisoner. I'm JC Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton? Yes, the satellite transmission saved us from La Prison de Fresnes, at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We're not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. Two of them took a wrong turn and were taken prisoner. Ja, ich weiß auch welche zwei. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out.
in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth, a great woman. Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout, and a map you might find useful. Get my people back and I will put you in touch with Nicolette. Okay. Das werden wir tun. Allerdings tun wir das dann in der nächsten Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.